Guten Morgen, man ist auferstanden, man hat geschlafen und jetzt gleich erstmal pinkeln gehen, dann Kaffee machen, dann Zähne putzen, dann Sachen packen und dann Wanderung Tag 2 Start kommt. So unordentlich sieht unser Schlafplatz aus. Hier habe ich geschlafen und hier hat mein Bruder geschlafen. Und jetzt erstmal Kaffee machen. So, weil ich euch schon ganz oft ein Tutorial gegeben habe, wie man aus diesen Kaffeepads Kaffee macht, kürze ich das dieses Mal ab, damit das nicht so eintönig wird. Der Campingkocher ist schon an. Und jetzt warten, bis irgendwann hier diese ganzen Pocken und so weiter kommen. Also beziehungsweise Pocken, die hier rumplatzen und explodieren und sowas. Genau, darauf müssen wir gleich warten. Das sieht gut aus. Guckt euch mal diese ganzen Pocken, die so rumplatzen und so weiter an. Jetzt ist gleich Kaffee fertig. So, Kaffee ist fertig. Der schmeckt so wie immer. Aber voll cool, in der Natur Kaffee zu trinken, so ganz warm morgens früh. Das finde ich voll cool, ich mag das. So muss Kaffee getrunken werden, weil so schmeckt der. So, mein Bruder möchte seine zweite Dose Ravioli jetzt schon verspeisen. Und deswegen macht er das. Und währenddessen er gerade für sich Ravioli macht, langsam sehe ich, dass da ein paar Blasen kommen. Das heißt, das dauert nicht mehr lang, bis das irgendwann fertig geht. Genau, in dieser Zwischenzeit werde ich ein von mir von zu Hause geschmierter Brot in mich reinmachen. So, und jetzt, wo ich gerade Zähne geputzt habe, habe ich hier mein erster Guten Morgen Bier geöffnet. Zum Bier trinken. Oh du Scheiße, mir ist gerade aufgefallen, dass ich nur noch 2 Flaschen Bier habe. Und das heißt, falls wir später durch eine Ortschaft durchgehen sollten, dann dort Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Und hier was zum Fressen für Abend und so weiter auch noch. Aber gestern leer gemacht. Obwohl Nudeln haben wir ja noch, ne? Sehr gut. Wir haben noch Nudeln. Vielleicht, falls wir kein Geschäft finden sollten, dann heute Abend pur Nudeln fressen. Genau. So, die Sachen sind gepackt. Dieser nervige Sack, also dieser ganze Müll ist hier in diesem Sack hier drin. Und dieser Sack hier vorne, der wird mich die ganze Zeit nerven. Genau, das wird er tun. Und ja, genau, und jetzt der Wanderung Tag 2 Start kommt. Oh Scheiße, guckt euch das mal an hier. Mein Mülltüte, der ist weggerissen. Der ist fast komplett durchgerissen. Mit den ganzen leeren Bierflaschen und dem ganzen Müll, was da drin ist. Deswegen ist er so abgerissen. Und deswegen werde ich von hier 2 Mülltüten raus machen. Oder wie heißt das Ding nochmal? Man, wo sind meine scheiß Mülltüten? Scheiße, habe ich keine Mülltüten mehr.
Oh, scheiße. Ich glaube, das wird ein Problem sein, weil ich keine Mülltüten hier habe. Oh, scheiße. Ich habe eben gerade meine ganze Tasche durchsucht und ich habe wirklich meine Mülltüten vergessen. Ich dachte, ich war fest von überzeugt, dass ich noch welche da hatte. Scheiße, so etwas passiert mal. Und deswegen habe ich jetzt gerade hier provisorisch mein Tape, mein Universalband benutzt und diese ganzen kaputten Stellen hier dieses aufgerissene zugetaped. Mit der Hoffnung, dass das bis zum nächsten Mülleimer, falls wir eins finden sollten, halten tut. Genau, und so wären wir jetzt weitergelaufen. Guck mal, da unten, das ist voll cool Ausblick, weil da unten, da sind diese ganzen Bäume, die sind da ganz unten. Und deswegen sieht das voll cool aus. Und das gucken wir uns gerade an, mit Augen. Ja, hier vorne ist Aussicht und sowas. Und guck mal, da ganz hinten. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht, aber Hauptsache wir sehen das. Da ganz hinten ist dieser Brocken, oder wie das heißt. Der steht da rum. Da war ich schon mal drauf gewesen. Guck mal, ich stehe hier auf diesem Baumstamm rum. Hier vielleicht für ein Thumbnail-Bild oder so etwas. Weil guck mal, da drüben ist voll cool Ausblick und sowas. So, ich hoffe, dass ich gerade einen voll cool Thumbnail gemacht habe. Der so aussieht, wie das aussieht. Ich will das irgendwie vorstellen. Aber mal prüfen, ob das hier ein Thumbnail wird. Das weiß ich noch gar nicht. Guck mal, mein Wagen sieht scheiße, krumm und schief und scheiße aus. Und mir ist eben gerade was eingefallen. Wegen dieser Mülltüte, die hier rumhängt und nervt. Und zwar... Marvin hatte mir einen kleinen Beutel mitgegeben. Hier so einen ganz kleinen, leichten Rucksack. Und den habe ich, glaube ich, dabei, wenn ich mich nicht irre. Und hier, und deswegen, weil guck mal, diese ganze Tüte, die macht diese Tasche hier so schief und so weiter. Und das mag ich nicht. Und ich dachte mir, hier diesen kleinen Beutel, dieser Rucksack oder was das ist, rauszuholen. Und in diesen kleinen Beutel oder Rucksack oder was das ist, diesen ganzen nervigen Müll da reinzumachen. Und den dann, und hier diese ganze Tasche auch noch zu richten. Ich glaube, das mache ich jetzt. So, ich habe jetzt den Wagen gerichtet. Und ich habe den, diesen Rucksack, der mir Marvin mal geschenkt hat, der wird heute das erste Mal benutzt. Da habe ich jetzt unser ganzer Müll drin reingemacht. Und den Wagen habe ich gerichtet. Und guck mal. Und darauf, dass ich das hier gemacht habe und der jetzt stabiler aussieht und hält. Ja. Werde ich jetzt erstmal das letzte Bier, was ich noch da habe, trinken. Geprost. Und jetzt zu Eckertalsperre oder wie das heißt hingehen. Aber bevor wir zu dieser Eckertalsperre oder wie sich das nennt hingehen, hier, mein Bruder hat die ganze Zeit über die gesamte Fahrt Weg hinweg. Er hat Probleme mit seinem Wagen und weil wir später sowieso nochmal hierher kommen, wird er so ein paar Sachen davon irgendwo hier im Wald oder so verstecken. Damit er für diesen Weg hin und zurück das besser schleppen kann. Genau. Und wenn wir dann wieder hier zurück sind, dann wird er diese ganzen Sachen wieder... nehmen. Die wird er zum Pennen gebrauchen. Für die nächste Übernachtung. So, mein Bruder hat ein paar Sachen von ihm
da hinten versteckt. Und guck mal, wir sind hier auf so einem Gehweg und das sieht hier so aus. Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen aber noch da hochlaufen. Und so sieht jetzt der Wagen von meinem Bruder aus. Also viel, viel leichter gepackt. Genau. Und so laufen wir diesen nach da lang. Also da hinten irgendwo lang. Psst. Guck mal, wir sehen gerade, dass da drüben dieser Eckertalsperre oder was das ist. Ist und guck mal, da ganz hinten auf diesem Berg drauf, das ist dieser Brocken. Und da sind wir jetzt gerade und das gucken wir uns gerade an. Oh Scheiße, mein Bier ist alle gegangen, aber mir ist was Gutes passiert. Und zwar guck mal, ich habe hier noch ein Bier. Ich dachte, das ist mein letztes, was getrunken habe. Also aber das hier ist es jetzt was Letztes. Warte, guck mal, wir haben hier diese ganzen leeren Wasserflaschen und sowas. Und wir haben hier Trinkwasser gefunden. Das finden wir ja voll cool und so. Und da werden wir dieses, genau, das hier, was hier ist. Also diese hier, diese Flaschen. Die werden wir... Die werden wir sowas von voll machen jetzt. Das wird jetzt wirklich geschehen. Das dauert voll lange. Und darauf, dass das hier mein letztes Bier ist, und ich jetzt gerade sowieso mal eine Wasserflasche draußen hatte, werde ich jetzt dieses letzte Bier, was ich noch hier habe, genau hier an dieser Stelle hier, genau mit der Wasserflasche, wie herkömmlich öffnen. Extra, damit dieser Bierdeckel wegfliegt. Damit ihr es euch angucken könnt, wie der weggeflogen ist. Den ich aber danach wieder aufsammeln werde. Genau, das werde ich jetzt machen. Auf das letzte Bier. Geprost. Ja, guck mal, wir sind hier bei dieser Eckertalsperre. Hier sind wir, weil das geht hier so weit runter und so. Das ist mit. Hier, da ist ganz viel hoch dran. Ja, und hier sieht das von der anderen Seite aus. Das ist auch hier mit hoch dran, bloß mit Wasser. Genau, das ist diese Eckertalsperre oder wie die heißt. Das ist voll scheiße, den Wagen hier rüber zu schieben. Wenn diese, wie heißt das Ding nochmal? Wenn diese ganzen räudigen Wege so wurzelig sind. Also Weg mit ganz viel Wurzel dran. Die sind immer voll scheiße mit Wagen. Das gefällt mir nicht. What? Hier vorne ist auch ein voll cool Ausblick. Das sieht voll cool aus. Und deswegen gucken wir das an. Vielleicht war das ein besserer Thumbnail-Bild gewesen. Aber prüfen, wie das dann aussieht, wenn ich am Schneiden bin. Ob das ein Thumbnail-Bild wird. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber trotzdem habe ich so gezeigt. Und da ganz hinten
Da ist dieser Brocken. Da wollen wir gleich hochgehen. Hochlaufen. Und da oben sein. Auf diesen Brocken da oben. Schon wieder ein Weg mit Schwierigkeit. Mit ganz viele Steine und Wurzeln und sowas. Hier vorne ein wurzeliger Weg, der nach oben geht. Guck mal, ganz viele Tannenbäume gefunden. Die sind hier überall, diese Tannenbäume hier auf dieser, auf diesem Weg. Guck mal, da vorne, die Sonne, die wird immer oranger und oranger. Da, der geht immer weiter runter. Das heißt, dass bald Dunkle kommt. Und wir haben noch ein Stück zu laufen bis zum Brocken. Und prüfen, ob wir vor dem Dunkeln, also bevor komplett Dunkle kommt, ob wir diesen Brocken erreichen tun. Genau. Ah, es sieht voll cool aus, dieser Sonnenuntergang. So, der gefällt mir. So, wir sind ein Stückchen weiter nach oben gelaufen. Und guck mal, da ganz hinten, das, was den Himmel spiegelt. Was genauso diese Farbe hat von Himmel. Das ist Wasser. Und bei diesem Wasser waren wir vorhin die ganze Zeit. Und jetzt sind wir hier. Und wir müssen noch ein bisschen weiterlaufen bis da ganz nach da oben und sowas. Guck mal, hier steht das hier drauf. Also wir sind jetzt 1000 Meter über diesen Meeresspiegel oder Nullpunkt oder wie man das nennt. Genau, 1 Kilometer da drüber, da sind wir jetzt gerade. Und jetzt nochmal bis wir dann dort angekommen sind auf diesen Brocken. Da drüben, da wo dieser, mal, wie heißt das Ding nochmal? Ach egal, also das da, das steht da rum. Und das ist dieser Brocken, der ist nicht weit von hier entfernt. Das heißt, wir sind gleich da. Und nochmal zu diesem Wagen. Dieser Wagen hier, der ist zwar richtig gut für Flachland oder so, aber für so eine Harztour, wo man ganz viel auf Gebirge ist und so weiter, wo dann diese ganzen Wurzel und Steine und dieses nach oben hochschieben so viel Kraft und Zeit kostet, da kommt man irgendwie kaum weiter. Das hat voll lange gedauert, bis wir hier oben angekommen sind. Und man musste immer ganz, ganz oft Pause machen. Und also, na gut, aber egal, wir sind gleich da. Und da wir da oben angekommen sind, dann laufen wir den gesamten Weg wieder runter. Das machen wir gleich. So, wir sind angekommen. Der Brocken, der ist gleich da vorne. Den besuchen wir gleich. Aber guck mal, weil hier überall ganz viel Schnee liegt, haben wir, und hier sowieso gerade überhaupt niemand vorbeiläuft, haben wir uns, und wir sowieso den ganzen Weg wieder zurücklaufen, haben wir uns entschlossen, kurz den Wagen hier und auch seinen Wagen, dass wir das hier hinstellen und dann hier auf diesen Stein drauf gehen. Und danach wieder runterlaufen. Genau das machen wir jetzt. Guck mal, wir sind hier auf diesen Stein angekommen, der Brocken heißt. Und wisst ihr, warum der Brocken heißt? Weil das hier drauf steht. Da steht wirklich Brocken drauf. Rund 1142 Meter oder wie viel das sind. Genau. Deswegen, wir sind jetzt drauf. Und jetzt, ich mache nochmal ein Instagram-Foto. Und dann, wenn das passiert ist, dann den gesamten Weg wieder zurücklaufen. Das machen wir gleich. Genauso machen wir das gleich. Da ganz hinten, ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht, aber wir sehen das. Da ganz hinten, da sind ganz viele Lichter von, das sieht man von hier aus. Weil da ist bestimmt Ortschaft oder so. Jetzt den gesamten Berg wieder zurücklaufen. Start kommt. Guck mal, wir haben hier eine Schutzhütte gefunden mit Bänke. Und wir dachten uns, hier kurz eine Pause zu machen. Eine Fresspause.
Im Sinne von, dass wir Nudeln kochen. Mein Bruder hat noch Nudeln dabei und den werden wir dann über meinen Campingkocher kochen und den dann fressen. So, guckt euch das mal an. Langsam Blasen kommen. Und weil die gekommen sind, kommen jetzt diese Nudeln rein. Ich glaube, das dürfte für das erste reichen. Und jetzt diesen Deckel schon wieder drauf machen. Und dann gleich warten, bis die Nudeln immer weicher werden und so weiter. Und fressfertiger und sowas. Die Nudeln, die sehen so fertig aus. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Nudelwasser rausgießen. Und jetzt, hier, ein Stück Margarine. Und dann hier so lange Mischung machen, bis Schmierz kommt. Bis das richtig da reingeschmolzen ist. So, währenddessen ich das hier gleich esse, macht mein Bruder für sich bereits seinen Topf an. Damit er gleich auch seine Nudeln hier reinpackt, reinstellt und dasselbe dann mit den Nudeln passiert. Aber jetzt erstmal fressen. Ist zwar komisch, Nudeln komplett pur zu essen, aber kann man machen. Hauptsache was Warmes im Magen drin. Wäre ganz cool, wenn da noch Soße oder noch Fleisch dabei wäre. Das wäre dann richtig geil. Aber wir sind heute durch keine einzigen Ortschaft durchgelaufen. So dass wir auch überhaupt gar keinen Einkaufsladen hatten. So, die Nudeln von meinem Bruder sind fertig und er frisst das jetzt gerade. Und hier ist ein Topf mit Wasser. Das habe ich extra gemacht, weil hier ist das irgendwie total kalt. Das sind gefühlt Minusgrade. Vielleicht packe ich gleich mal ein Thermometer mal raus. Und zu prüfen, wie kalt das hier ist. Aber hier, damit wir uns noch ein bisschen stärker aufwärmen tun, zur zusätzlichen Erwärmung, mache ich hier noch einen Teebeutel hier rein. Und wie heißt das Ding nochmal? Hier zumachen. Und dann warten, bis Blasen kommt und dann ist Tee fertig. Also wir haben jetzt gerade diese Temperatur. Hier also ziemlich genau 0 Grad. Beziehungsweise minus 0,1 Grad. Aber es fühlt sich noch viel kälter an. Also gefühlt, keine Ahnung, würde ich mal minus 4 Grad oder so schätzen. Aber naja, gut. Wir sind auch nicht weit vom Brocken entfernt. Wir sind in der nächstgelegenen Schutzhütte von Brocken. Genau. Und hier. Guck mal. Hier kommen langsam Blasen. Das heißt, Tee ist fertig. Jetzt kann man diesen Tee hier reinmachen. Ja, tut gut bei so welchen gefühlten Minusgraden jetzt so ein Schwarztee zu saufen. So, wir haben aufgegessen und Tee getrunken und jetzt zurücklaufen, Fortsetzung Start kommt. Guck mal, wir sind schon wieder hier, wo hier Weg mit Schwierigkeit ist, mit diesen ganzen vielen Steinen und Wurzeln und noch mehr Wurzeln. Das werden wir jetzt mit unserem komischen Wagen hier, das hier so runterschieben. So, wir sind jetzt schon wieder hier, guck mal. Ihr kennt doch diese Mauer hier vorne, oder? Das ist diese Eckertalsperre. Genau hier sind wir gerade. Von hier kann man da nicht runter gucken. Aber nur damit ihr wisst, dass wir jetzt gerade hier sind.
Jetzt die ganzen, hier, Wasserflaschen oder wie die heißen, schon wieder auffüllen und dann weiter zu gelaufen. So, wir sind gerade in dieser Stelle angekommen, wo mein Bruder seine Sachen hier versteckt hat. Und wir gehen den jetzt suchen, diese Sachen. Und wenn wir den gefunden haben, dann werden wir uns gleich einen Schlafplatz suchen gehen. Das werden wir jetzt machen gleich. Wir haben einen Schlafplatz gefunden. Und zwar guck mal hier. Hier ist ein Tisch und Bänke. Also eine Bank und zweite Bank. Hier ungefähr werden wir heute schlafen. Draußen wieder. Prüfen, ob später Regen kommt. Aber voraussichtlich sollte es trocken bleiben. Glauben wir. Deswegen pennen wir heute schon wieder draußen. Also gleich Schlafplatz aufbauen. Wir haben unser Schlafplatz rasch aufgebaut. Und zwar hier unten. Das ist mein Schlafplatz. Und mein Bruder hat hier die zwei Bänke ein bisschen umgestellt, damit er hier so drauf pennen kann. Und ja, genau. Er pennt auf Bänken und ich penne auf dem Boden. So machen wir das. Und weil das schon sehr spät ist, ich glaube, wir haben schon 3:30 oder so, denke ich mal, legen wir uns jetzt gleich direkt schlafen. Obwohl es uns beiden vorhin viel kälter vorkam, als wir vom Brocken wieder zurückgelaufen sind, haben wir jetzt minus 1 Grad Celsius, wie das hier steht. Genau, und genau in dieser Temperatur schlafen wir hier draußen rum heute. Das machen wir genauso. So, das war jetzt Tag 2 dieser Wanderung gewesen. Wir gehen jetzt langsam schlafen. Ich würde sagen, gute Nacht bis morgen. Jetzt wird ein bisschen Bartöl, Bart pflegen. Ganz wichtig, damit der nicht stinkt. Guck mal, wie viel Beschädigungen mein Rad schon hat. Mal gucken, wie lange das dauert, bis der Gummi komplett abfällt. Und ich dann vollkommen auf Plastik schieben muss. Da bin ich sehr gespannt drauf.